Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michael Hirz. Natürlich gilt für die Kanzlerin und die Bundesregierung das Grundgesetz. Aber gelegentlich beschleicht einen der Verdacht, die Politik in unserem Land fühlt sich vor allem dem kölschen Grundgesetz verpflichtet, einer auf die rheinische Mentalität zugeschnittenen Verfassung. Da heißt es zum Beispiel unter Paragraph 3, et het noch immer jod je jange. Sinngemäß übersetzt will es sagen, wir wissen, es ist Murks, aber es wird schon gut gehen. Bislang zumindest ist es irgendwie immer gut gegangen, dann wird es auch in Zukunft funktionieren. Schaut man auf das Drama der Euro-Rettung, kann man den rheinischen Optimismus nur zu gut brauchen. Immer neue Fehlbeträge im Athener Haushalt, immer größerer Finanzbedarf, die Aussichten für die Kreditgeber, ihr Geld wiederzusehen, schrumpfen. Und zu all dem rutscht die Eurozone in eine Rezession. Keine guten Aussichten. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Noch leben die Deutschen, so will es scheinen, bei einem Blick auf die vielen europäischen Nachbarn wie auf einer Insel der Seligen. Doch ein Schuldenschnitt für Griechenland würde die öffentlichen Kassen mit Milliardenbeträgen belasten. Die Rettung der notleidenden spanischen Banken verschärft die Lage. Und obendrein scheint dem deutschen Boom die Puste auszugehen. Was kommt da auf uns zu? War der bisherige Weg der Euro-Rettung ein Fehler? Steht uns das dicke Ende möglicherweise noch bevor, wirtschaftlich, politisch und sozial? Darüber wollen wir heute sprechen bei Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Roland Tichy, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und einer der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten des Landes. Herzlich willkommen. Schönen Abend. Und bei uns ist Jakob Augstein. Er ist Verleger der Wochenzeitung Der Freitag, Kolumnist der bei Spiegel Online und ein auch darüber hinaus bekannter Publizist. Willkommen auch Sie. Herr Tichy, heute hat der Bundesbankpräsident Jens Weidmann einen sehr skeptischen Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in unserem Land gegeben. Auch Wirtschaftsinstitute sehen die Zukunft nicht mehr ganz so rosig. Ist der Boom, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, vorbei? Ja, wahrscheinlich. Das ist sowieso ein Wunder, dass es so lange so gut gelaufen ist. Denn insgesamt gibt es ja weltwirtschaftlich deutlich eine Abschwächung. Natürlich in Europa, weil der Schuldenberg jetzt plötzlich drückt. In der Weltwirtschaft, weil China etwas vorsichtiger wird und weil die Vereinigten Staaten von Amerika nicht so schnell aus der Rezession kommen, wie wir uns das alle gehofft haben. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Nach wie vor stehen die Vereinigten Staaten von Amerika für 25% der weltweiten Konsumgüternachfrage, Produktenachfrage. Das heißt also, es wäre ein Wunder, wenn es uns völlig unbeschadet ginge. Und insofern bin ich eigentlich positiv gestimmt, dass es so lange überhaupt so gut gegangen ist. Aber es wird sicherlich jetzt etwas schwieriger werden. Bisher hat die Krise ja einen ziemlichen Bogen um Deutschland gemacht. Also schaut man auf die Nachbarländer. Aber was bedeutet denn das für Europa, wenn tatsächlich Deutschland als Konjunkturlokomotive ausfällt? Wird das auch Einfluss und Auswirkungen haben auf die europäischen Rettungsbemühungen zum Beispiel? Also die Krise hat ja vor allen Dingen deshalb auch einen kleinen Bogen um Deutschland gemacht, weil Deutschland immer noch ein ganz starkes Industrieland ist und anders als zum Beispiel die angelsächsische, die englische Wirtschaft nicht so stark auf Dienstleistungen, insbesondere Finanzdienstleistungen setzt. Bei uns werden halt immer noch Autos und Maschinen gebaut. Das ist gut, in der Krise war das gut, weil dieser Finanzsektor, von dem die Probleme ausgegangen sind, zusammengebrochen ist. Aber natürlich ist das Problem in Deutschland die niedrige Binnennachfrage, kommt durch die niedrigen Löhne. Unsere starke Exportabhängigkeit macht uns sozusagen anfällig, wenn anderswo die Lichter runtergedreht werden. Das ist aber, finde ich, eines der Hauptprobleme der deutschen Wirtschaftspolitik immer gewesen, die Löhne zu niedrig zu halten und zu wenig auf Binnennachfrage zu setzen. Wir haben, das ist auch, wenn wir über Europa gleich reden, eine der wichtigsten Ursachen für die Ungleichgewichte in Europa, dass wir im Prinzip mit unseren niedrigen Löhnen und unserer exportindustrierten Industrie Europa in die Probleme hineingebracht haben. Da gehen wir gleich noch mal etwas detaillierter drauf ein. Aber wir erinnern uns ja noch alle ganz gut daran, dass am Anfang des Jahrtausends, so 2002, 2003, 2004, immer vom kranken Mann Europas die Rede war, wenn von Deutschland die Rede war.
Jetzt steht Deutschland immer noch vergleichsweise sehr stark da. Was ist passiert? Woran liegt das, dass sich das Bild so geändert hat? Ja, das finde ich sehr lustig, dass wenn der kranke Mann aus dem Bett aufsteht, dann ist er den anderen manchen, wir haben aufgestanden, gleich wieder zu stark. Also keine Sorge, so stark ist Deutschland gar nicht. Aber was ist passiert? Viele nennen die Hartz-IV-Reformen, die haben sicher dazu beigetragen, aber es ist etwas viel Entscheidenderes passiert. In Deutschland wurden seit dem Jahr 2002 die Flächentarifverträge aufgelöst. Flächentarifverträge, dass große Lohnsteigerungen für die gesamte Industrie oder für eine gesamte Region vereinbart wurden, auch für jene Unternehmen, die dann in die Pleite gingen. Wir sind dazu übergegangen, in Deutschland die Tarifverträge auf Betriebsebene herabzubrechen. Und zwar so, dass die Betriebe überleben können. Das ist eigentlich das Geheimnis. Das ist das Geheimnis, weil die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, wissen, was möglich ist. Auch die Gewerkschaften, auch die Betriebsräte in den Unternehmen. Und dadurch ist eigentlich durch die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, Betriebsräten und Unternehmen eine Situation entstanden, dass Deutschland wettbewerbsfähig in der Welt bleibt. Und das ist eigentlich. Die Politik hat kaum Einfluss darauf gehabt. Das ist das Entscheidende in dieser Ebene, nämlich das Bewusstsein, dass wir in einer globalisierten Welt leben und dass in einer globalisierten Welt, wenn man Autos in China verkaufen will, eben der Preis auch eine Rolle spielt oder in Amerika. Und das ist das eigentliche Geheimnis. Und dem steht, sagt zum Beispiel Trichet, der frühere EZB-Präsident, dem steht eigentlich, stehen die Staatswirtschaften in Frankreich, auch in Griechenland, vor allem in Südeuropa entgegen, in denen Beamte für sich natürlich entscheiden und eine staatlich dominierte Wirtschaft entscheidet, was gut für sie ist, nämlich mehr Geld, und sich gewissermaßen aus dem Weltmarkt heraus katapultiert. Deswegen ist jetzt Frankreich der kranke Mann Europas und vielleicht der Weltwirtschaft, weil es ist ja früher eine große Industrienation gewesen, weil man sich über zu hohe Löhne, über zu starre Arbeitsbedingungen aus der internationalen, globalen Wirtschaft herauskatapultiert hat. Nicht Deutschland ist das Problem, andere Länder sind das Problem. Das heißt, das und wenn Rezept Deutschland, dieser Satz auf ja. die Provokation muss man ja, also wenn Deutschland im Zustand des Jahres 2000 gewesen wäre, dann hätten wir in Europa überhaupt kein Problem, dann wäre ganz Europa ein kollektives Armenhaus, dann wären wir alle wie Griechenland. Wenn das ein Fortschritt ist, dann würde ich sagen, das ist ein anderes Europa, eine andere Welt. Das heißt, Ihr Rezept wäre für die anderen Länder, sich irgendwie einem ähnlichen Prozess zu unterziehen. Das hatte sogar Hollande mittlerweile anerkannt, dass er die Staatsverschuldung in Frankreich reduzieren muss, dass er die Unternehmen entlasten muss. Er hat ja eine Kehrtwende gemacht um 180 Grad, das darf man nicht vergessen. Er hat seinen ganzen sozialistischen Käsekram wieder in die Brotbüchse zurückgeholt, macht jetzt eigentlich eine relativ marktwirtschaftliche Politik, und ich halte das für richtig. Jetzt lehne ich mich zurück und gebe Herrn Augstein das Wort. Ich merke, da kann das Wasser schon gar nicht halten. Doch, absolut. Ich bin ja ein freundlicher Mensch und beherrsche mich ja, aber ich finde es ganz erstaunlich, dass jemand heute noch so ungebrochen und ohne Zweifel sozusagen die neoliberale Swada ablassen kann. Nach allem, was passiert ist, finde ich echt verblüffend. Ja, wir haben, ehrlich gesagt, geht es uns jetzt gut oder nicht? Haben wir jetzt weniger Arbeitslose oder haben wir mehr? Der Preis dafür, also ich finde, Sie haben vorhin das Wort Zusammenarbeit benutzt. Ja? Sie reden von Zusammenarbeit. Man könnte auch sagen, Auslieferung sozusagen der Arbeitnehmer an eine schwache Position gegenüber dem Arbeitgeber. Man kann auch sagen, ich finde das gar nicht so lustig. Wir können jetzt irgendwie darüber Witze machen, oder wir gucken uns an, dass die soziale Ungleichheit in diesem Land extrem zugenommen hat. Wir haben ja inzwischen, was die Verteilung des Einkommens angeht, haben die Drittweltländer eine bessere Entwicklung genommen als Deutschland. Woher nehmen Sie die Hintergründe, die Zahlen für dieses Märchen? Ich verstehe Sie jetzt nicht. Wir haben in Deutschland keine realen Lohnsteigerungen gehabt zwischen 2000 und 2009. Wir haben das erste Mal Lohnsteigerungen in Deutschland jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren gehabt im Verhältnis zu den Leuten, die ihr Geld aus Kapitalerträgen haben. Warum? Das liegt nur daran, dass sozusagen die Leute, die am Kapitalmarkt sich ihre Zinsen holen, durch die Krise ein bisschen gebeutelt worden sind. Aber dass wir eine Spreizung haben zwischen Arm und Reich, das werden Sie doch wahrscheinlich hier nicht, das können Sie ja nicht im Ernst bestreiten. Natürlich. In Deutschland. Da zitiere ich den Armutsbericht der Bundesregierung. Ja, eben. Der Armutsbericht der Bundesregierung. Zitieren Sie den Armutsbericht, ja? Der Armutsbericht der Bundesregierung sagt, seit 2006 hat die Spaltung der Gesellschaft abgenommen. Ein Maß für die zunehmende Ungleichheit wäre nicht feststellbar. Und vor allen Dingen die Lage der prekären Teile der Bevölkerung, sind alles wörtliche Zitate, die mögen Sie nicht wahrnehmen, dann lesen Sie es. Die
die Situation des prekären Teils der Bevölkerung habe sich verbessert. Das hat was damit zu tun, dass 2 Millionen Menschen Arbeitsplätze gekriegt haben und dass die Löhne steigen. Diese sind alles Zahlen. Es ist mir klar, dass die Zahlen des Armutsberichts von Ihnen nicht wahrgenommen werden. Aber lesen Sie es. Es ist eindeutig so in diesem Bericht. Gut, das kann jeder ja dann auch notfalls mit Hilfe des Internets dann nochmal überprüfen. Ja, würde ich übrigens sagen, gibt es beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, kann man sich runterladen, Sie brauchen bloß die Einleitung lesen. Ich würde es jetzt nur nicht vertiefen, weil jetzt stehen, die Positionen sind klar oder die Ansichten sind klar und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin kann sich ja vom Wahrheitsgehalt des jeweils Gesagten überzeugen. Ich will aber mal auf einen Punkt kommen, der auch in diesen Tagen ja eine große Rolle spielt, nämlich die Verschuldung. Wir haben dank der guten Konjunktur in Deutschland ja Steuermehreinnahmen in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr von über 40 Milliarden Euro. Trotzdem ist auch die Neuverschuldung um 28 Milliarden Euro gestiegen, also fast 30 Milliarden. Kann mir das jemand am Tisch erklären, woran das liegt? Eigentlich wäre es doch eine wunderbare Gelegenheit gewesen, wenn man schon irgendwie diese nicht vorhersehbaren Mehreinnahmen gehabt hätte. Ich glaube, dass diese Konzentration auf die Schulden ein Irrtum ist. Ich glaube nicht, dass die Schulden das zentrale Problem sind. Das sehen Sie ja daran, dass die verschiedenen Länder mit verschiedenen Schuldensätzen sehr unterschiedlich zurechtkommen. Also es ist, glaube ich, einfach eine Verkürzung zu sagen, dass der Schuldenstand, dass Sie sozusagen am Schuldenstand ablesen können, wie es einem Land geht. Entschuldigung, wie es einem Land geht, aber wir wissen, dass wir einen Großteil unseres... Es ist deshalb nicht das zentrale Thema für Deutschland, glaube ich, ist im Moment nicht die Verschuldung. Aber auch Ihr Einkommen wird besteuert und ein Großteil der Steuern, die Sie zahlen, geht in die Schuldenfinanzierung. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ja, also ich glaube, dass man mit dem Geld tatsächlich auch nicht, ich finde das richtig, dass man nicht jetzt an die Schulden rangegangen ist. Also da muss ich ausnahmsweise dieser Bundesregierung recht geben. Ich glaube nicht, dass das zentrale Problem ist für Deutschland. Also vielleicht lohnt es sich, auf die Zahlen zu schauen. Seit 2006, in den letzten 6 Jahren, hat insgesamt das Steueraufkommen in Deutschland um 25% oder 120 Milliarden zugenommen. Wir haben einen Staat, der trotz Finanzkrise deutlich mehr Geld einnimmt, als er jemals zuvor in seiner Geschichte eingenommen hat. Wir haben also beim Staat mit Sicherheit kein Einnahmenproblem. Mit Sicherheit. Wir haben in den letzten 6 Jahren zusätzliche 120 Milliarden und das wird in den nächsten Jahren weitergehen. Warum? Weil die Steuern steigen doppelt so schnell wie unser Einkommen. Das heißt also, wer 2% mehr Lohn kriegt, zahlt von diesem 2% mehr Lohn von 100 Euro eben 60 Euro schon an Steuern. Das heißt also, wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Staatsausgabenproblem und das macht mir Sorge. Die Steuern sind so niedrig wie nie zuvor in Deutschland. Nein, ist nicht wahr. Ich glaube, Sie müssen irgendwie andere Zeitung lesen, die Sie selbst schreiben. Sie müssen, glaube ich, ein anderes Computerprogramm benutzen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Sie darauf kommen. Die deutsche Steuerquote war noch nie so niedrig wie heute. Das ist nicht wahr. Heuer nimmt in diesem Jahr in Deutschland 600 Milliarden Steuern ein. Schauen Sie es nach. Vor 6 Jahren waren es 480. Sie können das nachblättern. Sie müssen es nicht nur reden, Sie müssen zahlen. Ich weiß, das im Fernsehen ist schwierig, Zahlen zu glauben, Fakten. Herr Tichy, Sie kommen... Wir bleiben an den Fakten. Die Fakten sind aber, dass sozusagen unter der Regierung Kohl die Steuern niedriger waren als heute. Ich meine... Ich rede von 2006 bis 2012, die letzten 6 Jahre. Ich wiederhole das, sind die Steueraufkommen von 480 Milliarden um 120 Milliarden. Gut, wo wollen Sie denn hin mit Ihren ganzen Zahlen? Womit ich hin will, ich stürze die Zahlen, verstehe ich. Fakten nimmt man nicht ganz zur Kenntnis. Ist klar. Wir reden jetzt über Politik und wir haben ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Und das macht mir Sorge, wenn jetzt die Konjunktur nachlässt, meine ich tatsächlich, dass der Staat mehr Geld ausgeben müsste. Er hat es aber im Augenblick nicht, er hat es bereits verplant. Das heißt also, wir hätten in den vergangenen Jahren etwas vorsichtiger sein müssen mit den Ausgabenprogrammen für die nächsten Jahre. Denn es ist nicht natürlich, dass Deutschland als einziges Land der Welt ein bisschen stärker wächst, sondern die Bundesregierung hat bei der Haushaltspolitik glatt versagt. Aber kommen wir noch mal zu einem Punkt zurück, den haben wir noch gar nicht richtig aufgearbeitet. Sie haben gesagt, eigentlich ist das gar nicht schlimm mit der Verschuldung. Wir haben zwar jetzt irgendwie, wie wir von Herrn Tichy gehört haben, deutlich gesteigertes, deutlich verbesserte Einnahmesituation bei Steuern. Also wir nehmen mehr Steuern ein. Ich lasse jetzt mal die Frage vor, ob irgendwie die Steuern insgesamt erhöht worden sind oder nicht oder höher sind als zur Zeit Helmut Kohls oder nicht. Aber wir haben mehr im Steuersäckel. Trotzdem ist die Verschuldung
gestiegen. Die Verschuldung muss finanziert werden. Ja, was ganz ist, andere Schuldenwerte. Die Frage war ja, die Fixierung was ist auf die denn, Schulden, das, ganz kurz, das, nein, nein, Sie setzen ja durch die Frage sozusagen eine gewisse Prämisse. Und es muss ja möglich sein, diese Prämisse nicht zu akzeptieren. Ich meine, man hat uns versucht beizubringen, dass wir eine Schuldenkrise haben der Staaten, dass die Staaten zu viel Geld ausgeben, dass wir sozusagen davon wegkommen müssen. In Wahrheit hatten wir aber eine Strukturkrise des Finanzsektors. Wir hatten eine Unterregulierungskrise, weil eben die Politik in den 80er und 90er Jahren in den anderen Ländern, in Deutschland dann entsprechend etwas später, angefangen hat, sich zurückzuziehen und Regulationsmittel ganz bewusst absichtlich abzugeben. So sind wir in diese ganze Krise überhaupt reingekommen. Wir das haben keine Schuldenkrise der Staaten. Die Frage war ja, was ist nicht wichtig. Schlimm an der Tatsache, dass wir viele Schulden haben? Weil Deutschland mit einem hohen Schuldensatz ausgeben. Sehr gut zurechtkommt. Das sehen Sie ja. Wir haben keine Probleme, uns an Ihren Finanzmärkten zu finanzieren. Sozusagen. Wieso an meinen? Naja, weil es handelt sich da um eine Art von System. Ich glaube, dass das grundsätzliche Problem, was wir haben, ist, wie die Haushalte sich finanzieren über die Finanzmärkte, ist sozusagen, dass die Finanzmärkte über den Zinssatz im Prinzip inzwischen die Politiken der Staaten kontrollieren, dass zum Beispiel eben den Franzosen im Prinzip ja unverhohlen angedroht wird, wenn ihr nicht die neoliberale Politik macht, die wir wollen, denn die Franzosen haben diese Politik bisher nicht gemacht, die haben ihre Löhne nicht gesenkt, in Frankreich ist die Ungleichheit eben nicht gewachsen, so wie hier. Und jetzt drohen aber die Finanzmärkte, wenn ihr das nicht so macht, wie wir wollen, dann lassen wir eure Zinsen einfach steigen. Bisher hat man das noch nicht gemacht, aber das ist es. Und da liegt eigentlich das politische Problem, was wir haben. Und meiner Meinung nach müsste das Hauptthema für die kommende Wahl sein. Ermächtigt sich die Politik wieder, ja oder nein? Die Schulden in Deutschland sind nicht das Problem. Auch wenn das vielleicht sozusagen zu Ihrem Kanon im Moment nicht so passt. Aber das ist eigentlich nicht unser Problem hier. Also bin ich anderer Meinung. Der sozialistische Präsident Frankreichs, Hollande, hat jetzt angekündigt, dass er eine strikte Schuldenkonsolidierung macht, auf Begrenzung, Schuldenbegrenzung. Offensichtlich sind für manche Länder doch Grenzen der Verschuldung realistisch und vorhanden. Das gilt auch für Deutschland. Es kann sein, dass wir das im Augenblick diese Grenze nicht voll ausgeschöpft haben, aber wir werden sie wahrscheinlich ausschöpfen müssen, wenn jetzt die Konjunktur abkracht. Und ich kann, dass Schulden keine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wir leben in Spanien eine Schuldenkrise, wir leben in Griechenland eine Schuldenkrise, wir leben in Italien eine Schuldenkrise. Die hatten vorher gar kein Problem. Die waren wunderbar, die kamen prima zurecht, bis die Banken ihnen um die Ohren geflogen sind. Wie auch immer haben sie ein Schuldenproblem. Sie können doch nicht einfach sagen, es gibt kein Schuldenproblem. Wir haben in Deutschland im Augenblick deswegen kein Schuldenproblem, weil die Zinsen auf einem sensationellen niedrigen Niveau sind. Sie betragen rund 1%. Jedes Prozent höhere Zinssätze würden im Bundeshaushalt 20 Milliarden, Entschuldigung, wieder so eine Zahl, ich weiß, mögen Sie nicht so, schon wieder 20 Milliarden. Das heißt also, natürlich ist es entscheidend, wie hoch Zinsen sind und wie hoch die Verschuldung ist, weil die Zinsen müssen von den Steuerzahlern, von Ihnen und von mir bezahlt werden. Und das ist lästig. Und es ist besser, wenn das Geld vernünftig eingesetzt wird und nicht an Banken fließt. Und deswegen bin ich gegen diese hohe Schulden, weil es nicht die Aufgabe von uns Steuerzahlern ist, Banken zu mästen. Ja, da bin ich aber sowas von bei Ihnen. Das Problem ist bloß, dass erst gehen die Banken pleite, die Staaten müssen sie retten, verschulden sich dafür und dann erhöhen die Staaten ihnen wegen dieser erhöhten Verschuldung die Zinsen. Ich finde, das ist ein perverses System und ich glaube ehrlich gesagt, 99% der Leute finden das pervers. Nur Sie finden das total in Ordnung und finden jetzt, dass wir die Schulden zurückbauen müssen durch Absenkung von Sozialleistungen und so weiter. Das ist ein bisschen schräg, wenn ich das sage. Griechenland hat keine einzige Bank gerettet. Griechenland hat keine einzige Bank gerettet. Und die Frage ist, in der Tat, muss der deutsche Steuerzahler spanische Banken retten? Da bin ich dagegen. In der Tat bin ich dagegen, dass wir spanische Banken haben. Das haben nicht unsere Aufgabe. Teilweise selber gemacht, dann haben sie ihre Schulden erhöht und so weiter. Also haben wir doch ein Schuldenproblem. Gut, aber kommen wir nochmal zurück, weil offensichtlich ja die Schulden doch eine Rolle spielen. Selbst wenn Sie sagen, irgendwie für Deutschland ist das kein Problem, zumindest scheint ja Deutschland kreditwürdig zu sein, aber andere Länder um uns herum sind es nicht, auch weil da der Anteil der Schulden am Inlandsprodukt einfach größer ist als oder noch größer ist als hier. Aber schauen wir mal auf die Situation, wie sie sich jetzt ergibt. Wir haben morgen ein Treffen der Euro-Finanzminister, die entscheiden dann möglicherweise auch darüber, ob es für
Griechenland einen Schuldenschnitt geben wird. Was bedeutet denn ein Schuldenschnitt für uns, also für Deutschland, aber auch für die deutsche Politik? Wenn das kann man ganz konkret sagen. Im ersten Schuldenschnitt, den Griechenland erhalten hat, wurden die Schulden, die Griechenland bei Banken hat, ausradiert. Das heißt, die Banken mussten diese Verluste selbst tragen. Jetzt gibt es praktisch keine Banken mehr, bei denen Griechenland noch Kredit hat. Jetzt sind es nur noch Steuerzahlerschulden. Mit anderen Worten, würde Griechenland seine Schulden, diesen Schuldenschnitt betreiben, hätten wir in Deutschland plötzlich die Verpflichtung, 50 Milliarden aufzubringen. Dann ist das schöne Problem der Schulden sehr schnell in Deutschland, das heißt, importiert. 50 Milliarden können auch 30, können auch 60 sein. Wir reden ja über solche gigantische Summen, dass es nicht mehr machbar ist. Mit anderen Worten, das ist ja mein Argument, dass ich sage, Schulden spielen eine Rolle. Wir haben nicht aufgepasst, wir haben ein Problem. Und deswegen versucht der Finanzminister einen Buchhaltungstrick. Er versucht, das Desaster über die nächste Bundestagswahl hinwegzuschieben, um uns nicht die Wahrheit sagen zu müssen. Die Wahrheit ist, dass auch die internationale Währungsfonds, dass andere Länder versuchen, klarzumachen, dass Griechenland einen Schuldenschnitt braucht. Und nochmal, den Schuldenschnitt bezahlt der deutsche Steuerzahler mit 50 Milliarden, maso meno. Und die Wahrheit wäre auch zu sagen, dass inzwischen auch in der Bundesregierung angekommen ist, dass Griechenland nicht aus dem Euro rausfliegen darf, weil die Folgen zu groß wären. Während aber vorher man aus der CSU ja immer gehört hat, an denen muss man richtig ein Exempel statuieren und im Prinzip die müssen rausgeschmissen werden. Das Problem ist, dass auf die Rolle der Bundesregierung können wir ja gleich noch kommen. Aber ja. Tatsache ist, oder die Frage ist ja, was bedeutet es für auch Sie als Steuerzahler, für Deutschland, für die deutsche Politik, wenn es zu einem Schuldenschnitt kommt? Ja, und tatsächlich. Hat Tichy recht, ja. Na klar, wir müssen es bezahlen. Aber ehrlich gesagt, wir müssen es halt auch bezahlen. Denn wenn wir es nicht bezahlen und Griechenland pleite gehen lassen, werden die Folgekosten ja noch viel höher. Es gab ja die Bertelsmann-Studie, die Zahlen kennen Sie sicherlich auswendig, was dann passiert, wenn Griechenland aus dem Euro rausfliegt. Deshalb ist es ja so bedauerlich, und ich finde, wir sollten ruhig ein bisschen länger deshalb über die Rolle der Bundesregierung reden. Deshalb ist es ja so bedauerlich, dass die Bundesregierung am Anfang sich so falsch verhalten hat, erstens. Und dann zweitens wieder jede Erkenntnis, auch offene Erkenntnis an dieser Austeritätspolitik festgehalten hat und Griechenland im Prinzip immer weiter in die Krise hinabgespart hat. Das ist, ich meine, die griechischen Schulden, die wachsen ja. Die sparen da, dass es echt quietscht und gleichzeitig wächst ja sozusagen deren Defizit. Was hätte die Regierung machen müssen? Also sie hätte einfach viel schneller reagieren müssen und natürlich zu dem Zeitpunkt, als es darum ging, jetzt retten wir die Banken, später retten wir die Staaten. Da hätte man eine andere Politik machen müssen. Das war sozusagen aber Merkel hatte. Und fairerweise bin ich mir gar nicht sicher, ob man ihr das vorwerfen kann. Ich weiß nicht mal, ob man es ihr vorwerfen kann. Aber sie hat zu einer sehr frühen Phase sich sehr zurückgehalten und keine aktive Politik gemacht, sozusagen, um dieses griechische Problem da zu lösen, wo es liegt an der Wurzel. Und das Motiv war, Ihrer Meinung nach? Ich weiß nicht. Wohlmeinend würde man wahrscheinlich sagen. Ich meine, sie hat ja damals gesagt, diese Krise hat keine Vorbilder. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir bewegen uns sozusagen im Nebel und deshalb fahren wir irgendwie so ganz langsam. Das kann man für vernünftig halten. Wenn man böswilliger ist, würde man sagen, ich weiß nicht, sie hat keine Vision, sie hat keine Perspektive gehabt und sie ist auch in dem Sinne keine Führungsfrau, die nach vorne geht, sondern die immer erst dann reagiert, wenn sie schon weiß, wo es langläuft. Ich weiß nicht, das hätte Angela Merkel früher anders handeln müssen, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, sie hatte gar keine andere Chance. Denn in der Frühphase waren Diskussionen, wie viel könnte denn dieses Griechenland-Desaster kosten? Und da war 10 Milliarden im Gespräch oder nur so als erste Hausnummer. Und heute wissen wir, und damals erschien einem das als ein ungeheurer Betrag. Heute wissen wir, das wäre das Trinkgeld gewesen zu den 300 oder 400 Milliarden, um die es wirklich geht. Und das ist aber das eigentliche Problem. Ich glaube, Sie haben so einen statischen Wirtschaftsbegriff, Herr Ockstein. Sie meinen, man kann das bezahlen. Das Problem ist nicht, ob man den Griechen Geld schenkt, das ist eh schon über den Jordan, sondern die Frage ist, hört es irgendwann auf, kommt Griechenland irgendwann auf die Beine? Und Griechenland hat nicht unter den Banken gelitten. Griechenland hat darunter gelitten unter einer ungeheuren internen Verschwendung, unter einer ungeheuren inneren Verschwendung. Es hat 7-mal so viele Beamten wie Deutschland im Schnitt. Es hat den Beamten Gehälter gezahlt, die über den Deutschen liegen. Sie schicken ihre Menschen mit 55 in die Rente. Griechenland hat nun einfach auf Kredit gelitten. Das ist eine Zeit lang gut gegangen und irgendwann hat sich jemand gemerkt, es könnte sein, dass das nicht so weitergeht. Das heißt, die entscheidende Frage ist doch,
bekommt Griechenland die Kurve, wird es zu einer wieder wachsenden Wirtschaft. Griechenland hat unter dieser Illusion des kreditfinanzierten Wohlstands seine eigene Wirtschaftsstruktur ruiniert. Die Erdölindustrie, die landwirtschaftliche Industrie, die Tourismusindustrie. Und die Frage ist nur, ob Griechenland diese Kurve kriegt. Da bin ich sehr skeptisch. Nach wie vor ist die Anzahl der Beamten nicht zurückgegangen. Die Gehälter der Beamten wurden 2008 nochmal um 30% erhöht. Sie sind immer noch nicht abgeschmolzen. Und jetzt kann man wirklich fragen, was hat es mit Wirtschaft zu tun, überhöhte, das ist ja nur ein Beispiel, überhöhte griechische Strukturen zu bezahlen? Und warum erhebt Griechenland keine Steuern von seinen Milliardären, dieses Geld in Säcken nach außen schleppen, weil es in Kisten schon nicht mehr reicht? Da bin ich aber und diese Fragen, ja. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Und wenn, ich glaube, wenn man diese Fragen nicht in aller Härte gestellt hätte, wäre es einfach so weitergegangen und nach Deutschland wäre am Ende gewesen. Das heißt, man musste die Rettung auch an Bedingungen knüpfen, die erst umgesetzt werden mussten. Na, selbstverständlich. In Griechenland gab es auch eine Wohlstandsillusion. Ich nenne es deswegen Illusion, weil er kreditfinanziert war, nicht durch die eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Aber die haben ja ein Institutionenproblem. Die haben in der Tat wirklich, also da, wenn die nur Verschuldungsprobleme hätten, das wäre ja noch, das wäre das Geringste. Deren Problem ist, dass sie gar keinen funktionierenden Staat haben. Nur was ich so erschütternd finde, ist ja, dass die griechische Wirtschaft am gesamteuropäischen Volumen ist die ja klitzeklein. Also 2 oder 3% und trotzdem sozusagen hat das die Möglichkeit in sich geborgen, das gesamte System zu infizieren. Ich glaube schon, aber da ist man vielleicht nachher immer schlauer, wenn man da schneller reagiert hätte und gesagt hätte, wir machen so eine Art Brandmauer, wir versuchen das sozusagen wirklich zu konzentrieren auf Griechenland, dann wären wir vielleicht nicht da, wo wir jetzt wären. Ich sage es nochmal, denn Spanien und Irland, die standen nicht so schlecht da, als das alles losging. Die hätten in diese Krise, so wie sie jetzt ist, nicht hineinkommen müssen. Und das ist ein Systemproblem der Finanzmärkte. Dazu haben Sie bisher im Moment relativ wenig gesagt, dass sozusagen es hier ein unterregulierter Sektor ist, der für uns alle brandgefährlich ist. Finden Sie das wirklich, dass ich jetzt über Irland reden soll? Das ist nicht fröhlich, weil Irland hat durch absolute Reduktion der Steuern einen Wettbewerb ausgelöst, dass unsolide Banken nach Irland gegangen sind. Irland hat diese Banken nicht kontrolliert, weil Irland über weite Strecken leider auch korrupt ist und eine Clique von Beamten und Politikern beherrscht war. So, und dieses hat allein Deutschland im Fall der Hypo Real Estate 100 Milliarden gekostet. Das ist kein europäischer Traum. Das ist eine bittere und unangenehme Sache. Und wie hat sich das hat übrigens verhalten? Auch gar nichts mit Minderregulierung. Wissen Sie, wenn es nur das wäre, es ist Korruption. Ja, und das gilt, so etwas Ähnliches gilt in Spanien. In Spanien wurde eben jede verdammte Hütte an der Küste finanziert und hochbetoniert mit Kredit. Es war nicht nötig. Man hätte es nicht machen können. Was mich daran so bedrückt, ist nicht, dass es so ist, sondern dass wir es im Nachhinein erkennen. Die spanischen Banken sind nicht an der Finanzkrise krepiert. Auch die irischen nicht. Sie sind an ihrer eigenen unanständigen Art und Weise, Banken zu kontrollieren. Das ist ja der Versuch, jetzt die Bankenkontrolle aus den nationalen Staaten herauszulösen, bei der EZB zu zentrieren. Das ist der Versuch bei der europäischen. Das ist gewissermaßen, wenn Sie so wollen, der Versuch der Europäischen Zentralbank. Ich mache das einfach, die Kontrolle aus Madrid nach Frankfurt zu verlagern, in der Hoffnung, dass die in Frankfurt es schlauer packen als die Madrilenen oder wer auch immer. Das wird Merkel aber auch erst nach der Wahl. Das wird Merkel erst nach der Wahl. Aber ich meine, das Erschütternde ist, dass man es nicht auf irgendwelche, wie soll ich sagen, komplizierte Finanzmarktdinge reduzieren muss, sondern dass es mitten in Europa schwarze Löcher gibt der Unanständigkeit. Ach, na ja, also die gibt es ja aber immer. Ich finde, das dann ist mal ja wirklich die Frage, das sind doch keine Erkenntnisse, die man erst jetzt haben kann. Die müssten doch eigentlich vorher da gewesen sein. Ich finde es einfach für mich ist es kurios, um es jetzt mal ein bisschen flapsig zu formulieren, zu sehen, dass Merkel immer eine Gegnerin der Finanztransaktionssteuer war und immer gesagt hat, das geht nicht, können wir nicht machen und so. Und dann einfach irgendwann eine ihrer bekannten 180-Grad-Wenden hingelegt hat, gesagt hat, nee, doch, machen wir jetzt, finde ich richtig. Dabei wäre das natürlich, wenn man sich rechtzeitig dafür eingesetzt hätte, ein Mittel gewesen, diesen hoch- und heiß drehenden Finanzmärkten ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Hätte das in der Eurokrise was bedeutet? Also die Finanzmarkttransaktionssteuer können Sie haben oder können Sie nicht haben. Ist mir völlig egal. Nur es wäre zu derselben Situation gekommen, wenn wir sie gehabt hätten. Die Tatsache, dass die spanischen Banken Schrottimmobilien finanziert haben, haben mit der Finanzmarkttransaktionssteuer nichts zu tun. Die Tatsache, dass die Hypo Real Estate wegen der niedrigen
Einkommensteuersätze von nur 12% nach Irland gegangen ist, in eine Gegend, der sie nicht kontrolliert wurde. Das ist der Fehler. Das hätte die mit und ohne Finanzmarkttransaktionssteuer gemacht. Und dass Saul Oppenheim von Köln nach Luxemburg umgezogen ist, weil dort ein Schwarzgeldparadies herrscht, in dem 12% der weltweiten Schwarzgeldreserven gebunkert werden. Auch das ist ein regulatorisches Missverhältnis, also das nicht durch Finanzmarkttransaktionssteuern zu erklären ist. Die Finanzmarkttransaktionssteuer, also es muss ja ein Monstrum sein, was die alles machen kann. Es ist leider etwas schwieriger. Ist ein Beispiel dafür, dass die Regierungen sich viel zu spät daran gemacht haben, überhaupt nachzudenken über die Regulierung der Banken und des Finanzsektors. Sie denken darüber nach, aber die Handlungen bleiben irgendwie aus. Wir warten doch immer noch darauf, dass sozusagen da die Kontrolle etwas mehr greift, die wir ja erst in den 80er Jahren sozusagen losgelassen haben. Ich meine, in den 80er Jahren fing das an, diese Deregulierung. Und im Grunde sehen wir, wo wir da hingekommen sind. Und eigentlich müsste die Politik jetzt sozusagen sich ermannen, da wieder einzuschreiten. Das tun sie aber nicht. Und geht natürlich das national? National. Oder muss das nicht im europäischen Konzert passieren, damit es wirksam wird? Aber dann müssen Sie ja gar nichts mehr machen, weil ich meine, wir leben halt auf dem Planeten, dann können Sie auch mit der Atomkraft auch sagen, national aussteigen bringt nichts, CO2-Ausstoß national zu reduzieren bringt nichts, weil das ja alles nur international geht. Und dann müssen wir so lange warten, bis auch China dabei ist. Ich weiß nicht, dann sind wir alle tot. Ich glaube, wir sollten halt mal anfangen. Und bei anderen Bereichen tun wir das ja auch. Bei der Atomkraft haben wir gesagt, irgendwie, wir fangen mal an, wir machen das mal, zeigen den anderen, dass das geht. Jetzt machen wir es bei der Transaktionssteuer, tun wir es ja auch in einem kleineren Verbund und so, obwohl alle gesagt haben, ohne die Engländer hat das keinen Sinn, aber die wollen halt nicht mitmachen, weil bei denen inzwischen 20% des Bruttosozialprodukts von der City in London abhängt. Natürlich wollen die das nicht machen, ist ja klar. Nur nochmal, das Problem Spaniens hat mit der Finanzmarkttransaktionssteuer null zu tun. Das Problem Griechenlands hat mit der Finanzmarkttransaktionssteuer null zu tun. Sie wollen diese das Problem, Steuern nicht haben, oder? Ich habe gesagt, Sie können sie haben. Ja. Nur von der Analyseseite her müssen Sie sich erwarten, glauben Sie an den Weihnachtsmann oder nicht? Nee, ich nicht. Ich glaube, dass man irgendwo mal ansetzen muss mit der Regulierung. Sie müssen einfach mal anfangen. Und das ist einen hohen symbolischen Wert, hat diese Steuer. Ehrlich gesagt hat sie deshalb einen hohen symbolischen Wert, weil es eine, glaube ich, der ganz wenigen Steuern ist, die alle Leute kennen und die sie schon mal gehört haben. Und das ist nur der Anfang. Natürlich ist das nur der Anfang. Symbole sind mir egal. Und sage ich Ihnen, Sie können sie einführen oder nicht, aber Sie werden die Probleme nicht lösen. Das ist das Entscheidende. Und Sie können die Probleme, glaube ich, da will ich schon, weil auch viele Zuschauer sich da ganz sichtlich ärgern, spüre ich ja. Nochmal, Deutschland wird in der Tat für Griechenland, für Spanien, für Italien und Frankreich große Lasten übernehmen müssen. Und das kann es nur, wenn es selbst wirtschaftlich leistungsfähig ist. Also wenn Deutschland wirtschaftlich nicht leistungsfähig wäre, dann kann ich nur sagen, bei Europa eine Ruine. Die Bankenreform lassen wir jetzt mal. Da gibt es Ansätze, inwieweit die dann taugen, werden wir in Zukunft sehen. Aber Sie sprechen von den Risiken, die jetzt liegen, auch in der aktuellen Situation. Dass also zum Beispiel der Bundeshaushalt belastet werden kann, sehr stark durch auch Rettungsaktionen für die europäischen Nachbarländer, für die, namentlich für die Griechen, aber auch für Spanier, für Iren und andere. Führt denn dann letztlich nicht doch kein Weg daran vorbei, dass man an eine Sparpolitik sehr konkret denken muss, auch hierzulande, dass man Ausgaben zurückfahren muss, um das zu finanzieren? Das ist ja irre. Ich habe hier in Berlin Schulkinder, irgendwie, da kann ich Ihnen aber sagen, wie hier der Unterricht aussieht. Unsere Infrastruktur ist da schon total runtergerockt. Wollen Sie dann noch mehr rausnehmen? Oder wie? Ich frage und ja das, nur. Und das dann den Leuten erklären. Das ich frage ja nur, wenn der Etat noch mal belastet wird durch Milliardenbeträge, die wir im Augenblick nicht genau beziffern können, die aber möglicherweise im zweistelligen Bereich Umverteilung. Liegen. Ich meine, wir haben eine Umverteilung von unten. Wie kommt nach oben mit der Situation dann zurecht? Ja, das natürlich, jetzt bringe ich das Wort sozusagen in das Gespräch, wo Herr Tichy wahrscheinlich dann gar nicht mehr mitreden will. Umverteilung. Wir müssen natürlich aufhören mit der Umverteilung von unten nach oben, die wir hier gemacht haben. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie als durchgeknallter Linksextremer, sondern das ist ein Zitat von Paul Kirchhoff, der war mal im Team von Angela Merkel und hat inzwischen irgendwie so eine Art, der Professor aus Heidelberg, der hatte inzwischen irgendwie so eine Art Erleuchtung und ist vom Saulus zum Paulus geworden. Finanztransaktionssteuer ist. Natürlich, ja, weil das ist offensichtlich einer, der irgendwie gemerkt hat, dass das eben, Entschuldigung, diese neoliberale Ideologie komplett ganz tief in den Sumpf geführt hat. Sie müssen aufhören mit der Umverteilung von unten nach oben. Wie kommt man an das
Geld derjenigen, die im Augenblick nach Auffassung von Herrn Augstein zu wenig zahlen? Ich glaube, man muss die Zahlen oder nein, man muss sich die Zusammenhänge schon einmal anschauen. Der Bundesfinanzminister profitiert im Augenblick an zwei Stellen. Er profitiert davon, dass aus Griechenland, aus Frankreich, aus Spanien, aus den anderen europäischen Ländern Geld nach Deutschland fließt, weil Deutschland noch als solide gilt. Deswegen sind die Zinsen für die Bundesanleihen, also für die Bundesschuld, mit 1% oder so praktisch unter der Inflationsrate. Nicht nur unter der Inflationsrate, sondern so billig wie noch nie. Er kann sich so billig verschulden wie noch nie zuvor. Das spart ihm irgendwo, schwer zu berechnen, irgendwo schätzungsweise 20 bis 40 Milliarden pro Jahr. Pro Jahr. Wenn jetzt noch einmal die Belastung allein durch Griechenland dazukommt und die Zinsen gleichzeitig steigen, dann explodiert sein Bundeshaushalt. Makulatur. Dann ist sein Haushalt Makulatur, dann explodiert der Bundeshaushalt. Das bedeutet so viele höhere Zinsen, dass sie so viel gar nicht umverteilen können, wie sie Geld brauchen. Das ist das Problem. Der Mechanismus an der Stelle hat so einen unendlichen Hebel. Wissen Sie, Sie können eine Vermögenssteuer eintreiben und kriegen Sie 2 oder 3 Milliarden, aber wir reden über 100 Milliarden, die fehlen. Und das ist das Problem. Man kann sich immer davonstehen und kann sagen, ich lang dem anderen in die Tasche und es hilft mir dann. Nein, wir haben doch gerade am Fall Griechenland gesehen, diese ungeheure Hebelwirkung, die dieses ganze System hat. Diese ungeheure Hebelwirkung, wenn Verschuldung außer Kontrolle gerät. Und meine Sorge ist, dass in Deutschland die Verschuldung außer Kontrolle gerät und dann reicht es nicht, ein paar Prozent die Steuern zu erheben, weil dann werden eben Ausweichreaktionen stattfinden, die Leute abhauen oder auch nicht mehr zahlen können. Dann werden sie in den Prozess gehen, den Hollande versucht hat, jetzt auch eine Art Kapitalfluchtsteuer, die Leute werden eingesperrt und so. All dieses. Warum? Weil der Hebel der Verschuldung, wir reden über 50 oder 100 Milliarden, das sind fiktive Zahlen, aber nur um die Dimensionen zu vergleichen. Und selbst die Grünen haben festgestellt, naja, mit der Vermögenssteuer so viel kriegen wir da nicht. Wir erleben ja im Augenblick durch die Finanzkrise, durch die Verschuldung, durch die aktuelle Situation auch eine deutliche Einschränkung demokratischer Spielräume. Ich glaube, dass Politik ja im Augenblick eher getrieben wirkt, als dass es Treiber und Weichensteller ist. Gibt es da einen Zusammenhang? Sehen Sie den auch? Na, natürlich, meine, klar. Das ist in dem Augenblick, in dem Sie sagen, wir erlauben den Finanzmärkten über den Zinssatz Haushaltspolitik zu bestimmen. In dem Augenblick geben Sie natürlich die demokratische Kontrolle über diese Haushaltspolitik zum Teil an die Finanzmärkte ab. Klar, das ist natürlich nur, wir sind in diese Situation aber gekommen, weil wir hatten ja mal, es gab ja Situationen, ich meine, Amerika hatte ja unter Clinton ja Überschüsse. Wir sind in diese Situation gekommen ja durch eine bestimmte Politik. Ich meine, wir haben die Staatseinnahmen ja bewusst runtergefahren, weil wir die Steuern ja gesenkt haben für vermögende Leute, weil wir die Steuern für Unternehmen vor allen Dingen natürlich gesenkt haben und haben eigentlich den Staat sitzen lassen auf den Kosten für die Infrastruktur und für das Soziale, da wo man nichts verdient. Und da, wo man sozusagen verdient, haben wir es privatisiert. Wir haben sozusagen die Gewinne privatisiert und die Kosten aber öffentlich gehalten. Und dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, das kann ich irgendwie mir ganz gut vorstellen. Und Sie sind jetzt in der Situation, wo das mit der Verschuldung auch nicht weiter zu finanzieren ist und wo jetzt dann plötzlich gesagt wird, okay, dann sparen wir jetzt noch weiter bei den Leuten, die nichts haben. Da bekommen Sie dann ein demokratisches Problem. Klar, jetzt ist die Frage, wie lange machen die Leute denn das mit? Ich meine, Sie haben in Spanien und in Portugal riesige Demonstrationen jetzt gehabt. Sie haben in Frankreich Demonstrationen, in Belgien, in Deutschland noch nicht. Ich glaube, es ist an der Zeit, grundsätzlich diese Wirtschaftspolitik umzusteuern und die Fehler der 80er Jahre jetzt wieder gut zu machen. Na klar. Wird das oder kann das funktionieren? Ich weiß nicht, mit den Finanzmärkten, es ist ja irgendwie so ein Monstrum, das da draußen herumschleicht. Aber am Ende sind die Finanzmärkte wir, die wir bei Lebensversicherungen sparen oder ein Sparbuch haben. Und dieses Geld wird halt irgendwo angelegt. Und lange hat man es in Griechenland oder auch in Portugal angelegt oder die Finanzmärkte. Und plötzlich hat man festgestellt, weil es da gute Zinsen gab. Und plötzlich hat man festgestellt, die werden das nie mehr zurückbezahlen. Dann wurden diese Schulden gestrichen. Jetzt gibt niemand mehr Griechenland Geld, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Jetzt müssen es die Staaten machen. Das heißt, wir haben das Problem eigentlich von den Privaten durch diese Politik auf die Staaten verlagert. Weil irgendjemand muss ja die Schulden Griechenlands finanzieren.
So, und in der ersten Runde war das toll, die Banken zahlen drauf, okay, die Lebensversicherungen zahlen drauf, die können ihre Garantieverzinsungen einhalten, ist ja uns ja alles egal. Aber jetzt erleben wir eben, was passiert, wenn sich Staaten untereinander plötzlich in die Tasche greifen und der eine eben im anderen tiefer, nämlich, dass wir ein Haushaltsrisiko haben, dass wir das griechische Drama plötzlich im Bundeshaushalt haben und plötzlich durch das griechische Drama zu einer Sparpolitik gezwungen werden, die die deutsche Bevölkerung nicht verursacht hat und die deutsche Wirtschaft auch nicht verschuldet hat, aber die sie bezahlen muss. Das heißt, wir importieren das Elend aus Griechenland über Schulden und Staatshaushalte in dieses Land. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das sind diese Arbeitslosen Ihre, nicht meine. Ganz kurz, die Finanzmärkte sind eben nicht wir. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr. Ich meine, es gibt noch Bereiche der Wirtschaft und früher war das ganz allgemein üblich, wenn Sie da gesagt haben, mehr als 4% Rendite im Jahr, das war dann mehr so Reeperbahn irgendwie als irgendwas, womit man was zu tun haben wollte. Wo da hat natürlich ein, da hat natürlich, weiß ich nicht, ich habe gar keine Lebensversicherung habe, Herr Tichy, aber ich meine, was soll denn das jetzt? Ich sage Ihnen, dass sozusagen hier ein ganzer Sektor ins Unseriöse gekippt ist. Gucken Sie sich mal Filme aus den 50er, 60er Jahren an. Da waren Banker seriöse, langweilige Leute. Das sind heute die Zocker, die mit den Existenzen von Millionen spielen. Sie müssen diese Kultur wieder zurückdrehen. Sie müssen sozusagen diese Pandora-Büchse irgendwie wieder fest verschrauben und versiegeln. Und ich sage immer, es ist das Problem des Griechenland. Gehen Sie doch mal auf das Argument. Herr Tichy, ganz kurz, schon mal, darf ich noch mal? Wir haben hier einen Kulturwandel gehabt und das gilt ja nicht nur für die Banker, das gilt ja auch für die Manager irgendwie. Da habe ich übrigens außerdem auch mal die Zahlen da. Zwischen 2000 und 2006 haben die in Deutschland, in den DAX-Konzernen, ihre Gehälter verdoppelt. Ja. Das sind so Lohnsteigerungen, die wünsche ich auch mal irgendwie so irgendeinem Bäcker oder einem Lokführer oder so. Die kriegen die aber gar nicht. Das heißt, da haben sie eine Selbstbedienungsmentalität, eine komplette Entgrenzung und das ist das Problem, was wir haben. Und wenn sie da nicht rangehen, dann weiß ich nicht, dann fliegt uns auch die Demokratie und letztlich auch Europa mit. Aber letztlich sind die Spielregeln, Entschuldigung. Die Frage war doch, haben wir ein Haushaltsproblem? Genau. Und ich sage Ihnen, wir kriegen ein Haushaltsproblem importiert über die griechischen Schulden, weil wir eben aus Griechenland erstens zugelassen haben, dass die Finanzmärkte da rausgedrängt werden und zweitens, weil die Bundesregierung jetzt die Schulden Griechenlands übernommen und möglicherweise bezahlen muss. Und das wird im Bundeshaushalt, wenn es so weitergeht, deswegen versucht der Finanzminister, das gewissermaßen still und heimlich über die Bundestagswahl wegzuschieben, zu verschieben, das große Drama, die große Gefahr. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie wirklich mal versuchen würden, kritischer mit der Bundesregierung umzugehen, denn ich halte die Art und Weise, wie hier unseriös Risiken im Haushalt verschleiert werden, die am Ende dann eben doch zu Einsparungen, können Sie mit Verteilung ein bisschen mildern, aber am Ende wird dieses Risiko auf uns fallen und wir alle werden es bezahlen müssen. Letzte Frage. Muss die Politik da mutiger sein und sich Gestaltungsspielräume zurückerkämpfen? Und wenn ja, wie? Weil, wie gesagt, wir stehen ja jetzt vor der Situation, dass also unkalkulierbare Risiken auf die Haushalte zukommen. Wir alle, haben wir gerade festgestellt, werden die dann zahlen müssen, weil aus Steuermitteln gerettet wird. Wie soll und wie muss Politik sich verhalten, um eben Spielräume zurückzubekommen? Es muss eine neue, eine Selbstermächtigung der Politik stattfinden, so wie das Bofinger und Habermas neulich gesagt haben, als sie mal von Gabriel, vom SPD-Gabriel gefragt wurden, irgendwie so, wo soll es denn lang gehen? Hauptratschlag dieser Leute, Ökonomen, Philosophen, die Politik muss sich wieder ermächtigen. Ja, Entschuldigung, ich bleibe dabei, gegenüber den Finanzmärkten. Sie sagen, wir haben hier zwei Moderatoren und ich rede am Thema vorbei. Sie haben gesagt, die Finanzmärkte sind wir. Das stimmt nicht. Sie müssen eine Trennung machen sozusagen zwischen der Mehrheit der Leute, die ganz normal arbeitet, die gehen jeden Tag arbeiten und machen ihr Ding und denen, die sozusagen die dort verdienten Erträge verspielen. Das müssen Sie wieder auseinanderkriegen. Es wäre doch schön, wenn Sie recht hätten. Das ist aber der Job der Politik. Die Finanzmärkte sind aus Griechenland raus. Haben Sie das immer noch nicht gehört? Ja, das habe ich schon verstanden. Na, also, aber die Politik hat einmal versagt und muss dieses Versagen jetzt wieder rückgängig machen. Ein letztes Wort von Ihnen Frage der Gestaltungsspielräume für die Politik. Politik hat ungeheure Gestaltungsspielräume. Wir sehen den Missbrauch der Gestaltungsspielräume. Ich wünsche mir einen kritischen Journalismus, der das aufdeckt und nicht mit Bankermärchen versucht, das zu verschleiern. Gut. Das ist Ihre Interessengruppe, die schützen Sie, schon klar. Mit diesen den Konsens war nicht zu erreichen. Die
Krisensituation, in der wir uns befinden und die möglicherweise sich auch verschärfen wird, wird auch hier am Tisch sicher weiterhin Thema sein in der nächsten Woche. Ich danke Ihnen für das Interesse. Bleibe dabei irgendwie beim rheinischen Optimismus. It could be, it could, sagt der Rheinländer auch. Das heißt, es kommt ohnehin, wie es kommen wird. Aber die Gestaltungsspielräume, die wollen wir zurück. Und vielleicht werden wir auch darüber sprechen, wie Sie zurückgekommen sind. Ich danke Ihnen für das Interesse. Genau.